Herzlich willkommen hier bei Echtlicher TV, wir mit Dominik und heute stelle ich euch den Alvaha Cold Green Lime vor. 200 Gramm kosten da 13,90 € und was kennt ihr bei Alvaha leider? Meistens fehlt irgendwie noch ein bisschen Tabak und deswegen habe ich den jetzt mal komplett geschlossen gelassen. Mache ihn zusammen mit euch auf und dann schauen wir einfach mal, wie viel Gramm tatsächlich drin stecken, weil ich finde, es ist halt immer schwierig, wenn man 200 Gramm quasi auf der Steuerbanderole hat und dann nur 180 oder so bekommt, finde ich halt schon schade. Und wir schauen einfach mal, was jetzt hier bei der Produktion gerade Sache ist. Ja? Ich werde das einfach mal mit Schnitten ein bisschen verschnellern und dann sehen wir uns bald. So, hier die Steuerbanderole ist noch komplett geschlossen. So, dann mache ich mal die Waage an. Und jetzt allein mit dem großen Zipper wiegt das Ganze 209 Gramm. Also aktuell, wenn wir jetzt ca. 10 Gramm abziehen würden, wäre das relativ passend. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn man mal das bekommt, was eben versprochen wird. Das ist halt leider in letzter Zeit bei Alvaha auch wieder sehr schwankend gewesen. Aber es gibt immer mal wieder Dosen, wo es passt. Und das ist ja das Beste. Ich würde sagen, ich fülle den ganzen jetzt nochmal um, den ganzen Tabak, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Da bin ich wieder, Leute. Angeraucht ist er jetzt. Und vom Geschmack her überraschend gut. Man hat tatsächlich diese Limette, die man auch schon so süßlich und leicht herb riechen kann. So ist es auch eigentlich im Geschmack. Und diese Cold-Note, ja, also diese Mentholnote, ist gar nicht so intensiv da, sondern ist eigentlich schön abgerundet, zusammen mit der Limette eben. Die leichte Kühle ist vorhanden, aber schmeckt auf jeden Fall gut nach Limette. Also als Sommertabak kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Rauchentwicklung ist auch voll in Ordnung. Alvaha Typ ist eben. Schnittbild blende ich dann am besten mal hier ein. Und ja, das war's auch schon wieder. Fazit, Kaufempfehlung ist auf jeden Fall vorhanden. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis kennt ihr ja, ist der Alvaha echt gut. Wie gesagt, manchmal schwankend eben. Das finde ich halt schade. Von der Menge, vom Geschmack her. Aber alles noch im grünen Bereich. Gut, also lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr ihn selbst schon geraucht habt, ab in die Kommis. Einfach unten drunter kommentieren. Abo da lassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Schießer-TV-Folge. Guten Rauch. Servus.